Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Sind aber mal, seid ruhig hier gewandert bei Bühne Helene. Heute ist wieder ein Video zu Vietnamesisch lernen. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr Interesse an meinen Videos hattet. Am Ende jedes Videos habe ich euch gebeten, mir eure Wünsche und Anregungen in die Kommentare zu schreiben. Und inzwischen habe ich einen sehr interessanten Kommentar von euch bekommen. Den werde ich euch jetzt gleich vorlesen. Ich habe seit kurzem eine vietnamesische Freundin. Herzlichen Glückwunsch! Und würde gern ein paar Worte und Sätze lernen, die in einer Beziehung wichtig und hilfreich sind. Wie zum Beispiel Komplimente oder ich liebe dich auch und vielleicht auch, wie man mit den Eltern der Freundin redet. Könntest du ein Video dazu machen? Ich würde mich sehr freuen. Erstmal vielen Dank für deine tolle Idee. Wie gewünscht, zeige ich euch in diesem Video einige vietnamesische Ausdrücke sowie Liebessprüche, die das Herz berühren. Hoffentlich könnt ihr mit meinen Tipps eure Freundin oder euren Freund überraschen. Habt ihr Interesse daran? Dann schaut euch mein Video bis zu Ende an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lernen. Los geht's! In einem Gespräch zwischen zwei Liebenden wird die männliche Person mit ein und die weibliche Person mit m angesprochen. Wenn ihr euch meine letzten Videos angeschaut habt, wisst ihr vielleicht schon, dass ein älterer Bruder und m jüngere Schwester oder jüngere Bruder bedeutet. Frag mich nicht, warum die Vietnamesen diese Personalpronomen unter den Liebenden benutzen. Unter den Liebenden verwendet man in Vietnam üblicherweise die folgenden Kosenamen. Der Mann sagt zu der Frau em yêu, em yêu. Andersrum sagt die Frau zu dem Mann anh yêu, anh yêu. Anh yêu und em yêu bedeuten so viel wie Schatz oder Schatzi im Deutschen. Wenn ihr beide schon verheiratet seid oder eure Liebe schon tiefer geworden ist, könnt ihr diese Kosenamen benutzen. Vợ yêu, vợ yêu. Geliebte Frau oder geliebte Ehefrau. Chồng yêu, chồng yêu. Geliebter Mann oder geliebter Ehemann. Vợ bedeutet Frau oder Ehefrau. Chồng bedeutet Mann oder Ehemann. In Südvietnam sagt man statt vợ bà xã, bà xã. Und statt chồng ông xã, ông xã. Wenn ihr eure Frau oder euren Mann rufen wollt, sollt ihr einfach das Wort ơi, ơi am Satzende hinzufügen. Anh yêu ơi, anh yêu ơi, em yêu ơi, em yêu ơi, vợ yêu ơi, vợ yêu ơi, chồng yêu ơi, chồng yêu ơi, bà xã ơi, bà xã ơi, ông xã ơi, ông xã ơi. Ich denke, viele von euch wollen wissen, wie man ich liebe dich in Vietnamesisch sagt. Das ist ganz einfach. Anh yêu em. Anh yêu em. Em yêu anh. Em yêu anh. Anh cũng yêu em rất nhiều. Anh cũng yêu em rất nhiều. Em cũng yêu anh rất nhiều. Em cũng yêu anh rất nhiều. Ich liebe dich auch so sehr. Cũng bedeutet auch. Rất nhiều bedeutet sehr viel. Em là tất cả đối với anh. Em là tất cả đối với anh. Anh là tất cả đối với em. Anh là tất
đối với em. Du bist alles für mich. Tất cả bedeutet alles. Đối với bedeutet für. Em là ánh sáng của cuộc đời anh. Em là ánh sáng của cuộc đời anh. Anh là ánh sáng của cuộc đời em. Anh là ánh sáng của cuộc đời em. Du bist Licht in meinem Leben. Ánh sáng bedeutet Licht. Cuộc đời bedeutet Leben. Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Là bedeutet sein. Người bedeutet Mensch. Quan trọng nhất. Am wichtigsten. Không có em, anh chẳng là gì hết. Không có em, anh chẳng là gì hết. Không có anh, em chẳng là gì hết. Không có anh, em chẳng là gì hết. Ohne dich bin ich nichts. Không có bedeutet in diesem Fall ohne. Und chẳng là gì hết bedeutet in diesem Fall nichts. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Danke, dass du in mein Leben getreten bist. Cảm ơn bedeutet danken. Xuất hiện. Erscheinen. Đã xuất hiện. Ist erschienen. Trong cuộc đời. Im Leben. Cảm ơn em đã luôn ở bên anh. Cảm ơn em đã luôn ở bên anh. Cảm ơn anh đã luôn ở bên em. Cảm ơn anh đã luôn ở bên em. Danke, dass du immer für mich da bist. Anh sẽ luôn ở bên em dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Anh sẽ luôn ở bên em dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Em sẽ luôn ở bên anh dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Em sẽ luôn ở bên anh dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Ich werde immer für dich da sein, egal was auch passiert. Anh thật hạnh phúc vì có em trong cuộc đời. Anh thật hạnh phúc vì có em trong cuộc đời. Em thật hạnh phúc vì có anh trong cuộc đời. Em thật hạnh phúc vì có anh trong cuộc đời. Ich bin so glücklich, dich in meinem Leben zu haben. Hạnh phúc bedeutet glücklich. Cảm ơn em đã giúp anh. Cảm ơn em đã giúp anh. Cảm ơn anh đã giúp em. Cảm ơn anh đã giúp em. Danke, dass du mir geholfen hast. Em có đồng ý lấy anh không? Em có đồng ý lấy anh không? Oder em đồng ý lấy anh nhé. Em đồng ý lấy anh nhé. Willst du mich heiraten? Đồng ý bedeutet zusagen. Lấy bedeutet heiraten. Với anh, em là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Với anh, em là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Für mich bist du die schönste Frau der Welt. So, das war's. Hoffe, euch hat das Video gefallen.
Was wollt ihr im nächsten Video lernen? Schreibt mir bitte eure Vorschläge in die Kommentare. Darauf werde ich mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!